So Leute, mitten auf hoher See begrüße ich euch mal wieder zurück bei Zelda Wind Waker, ja? Im letzten Part, ja, da haben wir ja ganz einfach mal eben so das Triforce vollständig gemacht. Das war der falsche Knopf dafür. Da. Und ich würde sagen, jetzt geht's auf zum Turm der Götter. Da wirbeln wir uns schnell hin, weil es regnet gerade und je schneller wir da sind, desto besser. Nee, über den Wolken, ich meine halt nicht so nass wie unter den Wolken. Ergab das überhaupt Sinn? Ich mache mal meinen Fernseher ein bisschen leiser, weil der ist doch schon etwas laut. So, Turm der Götter und los geht's. Gleichzeitig verstelle ich hier noch gerade die Dings. Ich will da hinwirbeln. Ja. Gut, ich bin gerade wahrscheinlich einfach nur auf B gekommen. Naja. Boah, im Endeffekt ist mein Fernseher doch ganz schön laut. Beziehungsweise meine Anlage. Ich habe da über Anlage laufen. Sagt der Sachse. Jetzt geht's los. Und zwar in den Turm der Götter. Hui. Naja, nicht direkt in, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Oh nein! So denn, Lukas. Zeig den Göttern das zusammengesetzte Triforce. Dö-dö-dö-dö. Ah, der Weg ist wieder offen. Und Triforce ist weg. Oh nein, da ist es! Oh, was geschieht? Das Triforce ist verweilt in dir. Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als einen wahren Helden anerkannt hat. Du, der du den Wind befehligst, das Meer befreist, zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil von dir gemacht hast. Dich wird man in kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennen. Lukas, Held des Windes. Geh. Geh nach Hyrule. Geh zu Zelda. Oh, und wir sinken. Tja, wer hätte damit nur gerechnet, dass Link auf einmal das Triforce des Mutes... Ja, okay, ich weiß, die Frage, die ist unnötig. Naja, was soll's. So, jetzt sind wir endlich wieder in Hyrule. Wir haben alle Triforce-Segmente und ich bin so ein Dummdödel. Ich habe schon wieder, glaube ich, die Grafikeinstellungen vergessen, oder? Oder sind die jetzt wenigstens mal so geblieben, wie sie sein sollen? Ich habe es mir sogar noch aufgeschrieben, aber nö. Obwohl, geht eigentlich, würde ich sagen, oder? Naja, nee, nicht ganz. Der Kontrast ist noch zu hoch. Naja, wenn es zu extrem wird, dann, ne? Dann muss ich was tun. So, Sekunde. Wir sollen ja zu Zelda gehen. Huch, ganz vergessen. Und tschüss. Hui. Nicht festhalten, bitte. Link, runter, danke. Ha? La, 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 la. Ne, ich glaube, das ist zu dunkel. Hörst du doch. Du törichter Junge. Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda nehme ich von nun an auf jeden Fall in meine Obhut. Und du sollst hier deine letzte Ruhestätte finden. Oh, fuck. Zwei Nimbusgarden. Ich glaube, das sind jetzt die Nimbusgarden. Die ultimativen Ritter, wenn man so will. Hui! Aufgeschlitzt. Oh, hat er seine Rüstung verloren. Die Aua. Schmerz, das tut weh. Voll fies. Oh nein. Auf ihr Au. Auf ihr Au. Auf ihr Au, ja. Haha. Vom eigenen Kameraden umgenietet. Ach, ist das schön. Oh nein, schnell drehen. Oh, tat das weh. Langsam bin ich echt am überlegen, ob die überhaupt schlau sind. Der liegt auf jeden Fall.
So, die stich auch noch ein bisschen ab. Oh, tat das weh. Na komm. Jetzt macht aber mal hin hier. Hab den ganzen Tag Zeit hier. Hui, Rika! Uff, ihr schlitzt. Oh, scheiße. Volltreffer. Ist einer schon weg? Nee, da ist er. Naja, den krieg ich aber. Aua, das war voll ein Kick ins Gesicht. Auch noch. Aua, schon wieder ein Kick ins Gesicht. Ich geh mal in Deckung. Haben wir überhaupt noch Feen? Eine. Oh, toll. Ach ja, und wir haben eine dritte Flasche. Das hatte ich ganz vergessen zu sagen, ne? Au, Schmerz. Aha! Oh, der erste ist tot. So, jetzt nur noch reagieren. Uppe schlitzt. Stirb, du Mistkerl. So. Wieso sitze ich eigentlich in Jacke hier? Naja, was soll's. So, mal gucken, was hier so alles drin ist. Herzen. Herzen sind immer gut. Ritterwappen, noch mehr Herzen, Herzen. Rubine brauchen wir jetzt zum Glück nicht mehr so dringend. Also würde ich sagen, nehmen wir mal die Herzen und die Pfeile mit, ne? Es ist doch ein bisschen arg dunkel. Ich würde sagen, ich pausiere hier mal ganz kurz, bin gleich wieder zurück mit besseren Einstellungen, okay? Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wenn sich jetzt nichts geändert hat, dann bin ich sauer. Naja, was soll's. Im Endeffekt hat sich aber, glaube ich, was geändert. Vorhin war ja alles komplett schwarz, ne? Naja, sieht schon besser aus als vorher. Gut, weiter geht's, würde ich sagen. Es gab nämlich einen Weg in Hyrule, den ich euch noch nicht gezeigt habe. Genau den. Beim letzten Mal sind wir ja da oben wieder raus. Und dann konnten wir ja nicht mehr zurück. Und jetzt können wir hier hinten raus. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, ich war mit euch schon mal draußen. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Habt ihr das hier schon mal gesehen? Das Hyrule unter dem Meer? Unter dem Meer? Unter dem Meere? Mein Gott, da muss man auch richtig betonen können hier. Hier war vorher nämlich genau diese Mauer. Rennt man gegen, tut's weh. Zieht das Herzen ab? Nö. Aber man kann. Aua. Danke. Ja. Klingt komisch, aber wir haben gerade die Luft zerschnitten. Beziehungsweise dieses Schild von Ganondorf. Bam! Wow, hat perfekt gepasst. Oh nein, Glasscherben! Nicht reintreten, tut weh. So, und endlich können wir uns ein bisschen freier in Hyrule bewegen. Ist das nicht schön? Wir sind jetzt übrigens auf dem Weg bis da hinten hin. Da war doch dieser Turm vorhin noch. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Auf jeden Fall war da ein Turm. Und da müssen wir hin. Das ist nämlich Ganons Kastell. Im Endeffekt müssen wir da so einiges machen. Wir kriegen da auch die Lichtpfeile. Das ist sozusagen der letzte Dungeon, wenn man es will. Bums. Und du bist auch dran. So. Wie gesagt, ist der letzte Dungeon, ne? Und das wird Hammer Mega Ultra Special. Weiß nicht wieso, ist einfach so. Und dann haben wir das Let's Play auch schon beendet. Erstmal friere ich diesen Schleim ein. Johoho. Oh, er ist kaputt. Oh, der ist auch kaputt. Er ist ja doof. Ich wollte euch nämlich mal was zeigen. Das hätte ich eigentlich im Let's Play mal zeigen sollen. Also, als wir noch auf der Oberwelt waren. Jetzt auf jeden Fall will Link irgendwie. Jetzt geht's auf jeden Fall nicht mehr so gut. Dafür müssten wir zurück an die Oberwelt, aber das wäre ja zu umständlich. Wenn man nämlich Gegner auf dem Meer gibt es ja immer so. Oh oh. Moment. Hey! Er ist eingefroren. Das wollte ich nicht. Ich will ihn tragen. Jetzt kann man ihn. Naja, gut. Im Endeffekt wollte ich was anderes machen. Und zwar, er ist tot. Irgendwie wird mir alles verwehrt gerade. So, Moment. Dafür bist du jetzt dran. So, man kann die nämlich aufheben. Und wenn man die dann wirft, rutschen die normal. Ach nee, das ging nur über Wasser, stimmt. Ist nämlich recht witzig, wenn man das macht in Nähe von Wasser. Also jetzt vom Ozean zum Beispiel, da gibt es ja immer diese kleinen Boote, wo dann Gegner drauf sind. Wenn man die einfriert, hochhebt und dann in Richtung Wasser schmeißt, dann gleiten die übers Wasser hinweg, tauen irgendwann auf und fallen dann eiskalt ins Meer und sind tot. Das sieht auf jeden Fall witzig aus. Oh nein. Kann man die hier eigentlich auch?
würde mich mal interessieren. Ja, schieß den Pfeil eiskalt dran vorbei. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Das stört dich überhaupt nicht. Okay, dann nicht. Dann stellen wir uns ihm mit Schwert und Schild. Mein Gott, bist du schlecht. So, jetzt bist du dran. Jetzt können aber die Eispfeile was machen. Wow, das ging aber schnell. Na gut, dann bist du jetzt tot. Ach ja. Schade, schade, Marmelade. Ja gut, das mit den Gegnern, das zeige ich euch in Dings nochmal, in Zelda Wind Waker HD. Ja, das ist auf jeden Fall witzig. Hier übrigens nicht gleich drauf losfliegen, sondern erstmal die Fledermäuse hier oben killen. Wenn man die nämlich nicht killt, dann könnte es sein, dass sie einen in den Abgrund schmeißen und das ist böse. Weil böse Dinge sind böse. So. Segel und so werden wir auch nicht mehr brauchen, glaube ich. Zumindest nicht das Segel. Ihr werdet euch gleich, oder im nächsten Part, ich weiß gar nicht, ob das im nächsten Part oder diesem Part noch, werdet ihr recht überrascht sein, zumindest wenn ihr das Spiel nicht kennt. Gehen wir erstmal rein. Weil wir werden so eine kleine Zeitreise machen, wenn man so will. Die typische Ganondorf-Musik. Dö, dö, dö. Ne? Typisch auf Klavier gespielt, so richtig spooky-mäßig. Diese Türen. Wir sind direkt vor dem Tor des letzten Dungeons. Tja. Jetzt ist die Frage, hier beenden? Nee, das ist zu kurzer Part. Gehen wir rein. Ganons Kastell. Oh mein Gott. Ja. Hier gibt es 4 Türen. Jede Tür führt uns in einen anderen Bereich. Klingt komisch, ist aber so. Und wenn man hier genau guckt, erkennt man auch sofort, welche Bereiche das sind. Wir haben hier Goma. Quartoxuma, zumindest so wird es vom Spiel angegeben. In echt heißt sie ganz anders. Diese komische Pflanze. Jabo, Jabun, Jabo, Jabat, wie auch immer, der Geisterboss da. Und Molgera. Tja, was könnte das nur bedeuten, ne? Ganz einfach. Ich würde sagen, wir fangen mit der Tür hier an. In dem Part schaffen wir das, glaube ich, sogar noch. Oh oh. Ja, Link, roll dich ab. Roll dich weg. Mein Gott, bist du dumm. Das gibt Schläge in die Fresse. Obwohl... Das sind nur 10 Minuten, aber... Egal. Ich sag hier... Wir sehen uns im nächsten Part. Ich weiß, ihr hasst mich jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part. Und da werden wir Ganons Kastell mal so richtig anfangen. Hier wird mal richtig aufgeräumt, wird hier, ne? Deswegen sage ich Tschüss und bis dann irgendwann, euer RNGLP. Bye.